Hallo, hier ist Christoph von TapTech und das ist ein Videovergleich zwischen dem neuen iPhone 6 und dem Sony Xperia Z3 Compact. Hallo, hier ist Christoph von TapTech und das ist ein Videovergleich zwischen dem neuen iPhone 6 und dem Sony Xperia Z3 Compact. Hallo, hier ist Christoph von TapTech.de und das ist ein Kameravergleich zwischen dem iPhone 6 und dem Sony Xperia Z3 Compact. Das sind so momentan eine der beliebtesten Geräte, die überhaupt auf dem Markt sind, von Android-Bereich her, Sony Xperia Z3 Compact. Ein kleines, kompaktes Gerät mit 4,6 Zoll und einer High-End-Ausstattung. Das heißt, wir haben auch die 20,7 Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die wir ja eigentlich schon von Sony des Öfteren in Smartphones gesehen haben. Und dann das neue iPhone 6, das mit einer neuen 8 Megapixel-Kamera auf den Markt gekommen ist. Nur, welche schießt jetzt die besseren Fotos, beziehungsweise mit welcher Kamera kann man wirklich bessere Ergebnisse erzielen? Zuerst möchten wir aber uns die technischen Daten hierzu etwas genauer ansehen. Die 8-Megapixel-Kamera vom iPhone 6, die hat hier einen Sensor mit größeren Pixeln mit 1,5 Mikrometer. Zudem verwendet hier Apple eine neue Fokustechnologie, die kennen wir eigentlich auch schon vom Samsung Galaxy S5. Das heißt Pixelfokus, und dadurch können Fotos viel schneller geschossen werden, beziehungsweise der Autofokus funktioniert einfach wesentlich schneller. Und für eine gute Lowlight-Performance gibt es hier dann auch noch eine Blende von f2.0 oder f2.2. Und auf der Vorderseite haben wir allerdings nur eine 1,2 Megapixel Kamera, die auch Videos nur in HD aufnehmen kann. Generell die rückseitige Kamera hat auch noch eine Unterstützung von einem zweifarbigen LED-Blitz. Zudem können wir hier neu auch Videos mit 240 Frames per Second in HD aufnehmen und die sehen dann schon ordentlich cool aus. Zudem haben wir auch mit die Möglichkeit hier Videos mit Full HD aufzunehmen, beziehungsweise mit 30, sollten aber auch mit 60 Frames per Second aufgenommen werden können. Wir haben hier ein Testgerät, das hat uns das Gerät hier allerdings nicht erlaubt. Zur Kamera des Sony Xperia Z3, wir haben ja hier einen großen Sensor, der ist 1 zu 2,3 Zoll groß, für so ein Smartphone recht groß. Der Sensor ist allerdings schon etwas alt und er ist leider auch nicht der beste, wie wir das von anderen Geräten kennen. Dennoch, wir haben hier die Möglichkeit, 4K-Videos sogar aufzunehmen. Das können wir hier beim iPhone 6 leider nicht. Zudem haben wir eine Blende von nur f2.0. Das heißt, die ist etwas lichtempfindlicher. Man kann dadurch besser Fotos bei Nacht machen, oder sollte man zumindest. Und zudem haben wir dann auf der Vorderseite eine 2,2 Megapixel-Kamera mit Full HD-Möglichkeit, also Full HD-Videoaufnahmen. Und von dem her ist eigentlich jetzt technisch schon mal die Kamera vom Sony Xperia Z3 Compact fast besser, kann man sagen. Man darf jetzt allerdings nicht nur nach den Pixeln gehen, denn hier spricht auch die Software ein Mörtchen mitzureden. Und die möchten wir uns jetzt anschauen, hier gleich beim Sony Xperia Z3 Compact. Wenn wir uns die ansehen, es wird gleich beim Start die Kamera in den Superior Mode gestartet. Das heißt so viel, in diesem Automatikmodus, da werden quasi alle Einstellungen selbst vorgenommen. Man kann hier lediglich noch den Blitz ein- ausschalten, die Kamera wechseln und hier entweder eine Videoaufnahme oder eine Fotoaufnahme machen, und ich kann auch Fotos zwischen 16 zu 9 Format und 4 zu 3 Format mit 8 Megapixeln wählen. Das heißt, hier werden Fotos nicht mit den vollen 20,7 Megapixeln aufgenommen, sondern nur mit 8 Megapixeln, was eigentlich reichen sollte. Wenn man das nicht möchte, muss man in den manuellen Modus wechseln, und dazu gehen wir hier unten einfach auf das Menü und man sieht dann hier auch schon die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten: manuell, Soundfoto, AR-Spaß, Multikamera, 4K-Video und vieles, vieles mehr. Wichtig hierbei ist dann aber der manuelle Modus. Auf den beziehen sich auch sehr viele Android-Fans, dass man hier dann bei Sony-Kamera sehr viele Möglichkeiten hat, generell die Sachen einzustellen. Stimmt auch, die Qualität der Fotos ist allerdings deswegen nicht immer viel, viel besser, aber man kann natürlich ein bisschen mehr herausholen. Nichtsdestotrotz, damit ich hier überhaupt die Auswahl für Szenen und so weiter habe, kann ich die Fotos nicht mit den vollen 20 Megapixeln aufnehmen oder mit 15,5.
dann bleibt der Rest deaktiviert, sondern ich muss das wirklich mit 8 Megapixeln oder weniger aufnehmen, zum Beispiel im 4:3 oder im 16:9 Format. Und wenn ich das dann wechsle, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel bei Szenen oder sonstiges hier eines der vielen Szenen auszuwählen. Ich kann auch den Weißabgleich auswählen und dann kann ich auch zwischen HDR oder nicht HDR wählen und anderen Einstellmöglichkeiten. Das geht alles bei höheren Auflösungen nicht. Da bleibt man wirklich nur bei den 8 Megapixeln sitzen und das reicht eigentlich auch. Man muss nicht unbedingt die 15 Megapixel haben, aber entscheidend ist ja schlussendlich dann auch später noch die Qualität. Beim iPhone ist das alles ein bisschen anders. Wir haben hier quasi ein sehr, sehr simples Kameramenü. Wir haben hier zum Beispiel einfach die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Programmen zu swipen. Hier kann ich zwischen Panorama wechseln, quadratischen Fotos, normalen Fotos mit 8 Megapixel, die im 4:3 Format aufgenommen werden, Videos mit Full HD bzw. Slow Motion, die dann mit 240 bzw. 120 Frames per Second aufgenommen werden können, und schlussendlich haben wir auch noch einen Zeitraffer. Generell von den Einstellmöglichkeiten bei Foto kann ich jetzt zwischen Auto, Blitz ein ausschalten, ich kann auch HDR-Modus quasi wählen. Ich habe hier auch die Möglichkeit, hier einen Timer einzustellen, beziehungsweise natürlich auch auf die vordere Kamera wechseln. Das war's dann eigentlich auch schon. Mehr Einstellmöglichkeiten habe ich nicht. Ich kann hier höchstens noch ein paar Effekte auswählen. Man sieht das hier schön auch quasi in einer Live-Vorschau. Und ich kann natürlich dann von dem Kameramenü zurück in die Galerie gehen. Und das ist eigentlich jetzt das einfachere Kameramenü vom iPhone 6. Wie sieht es generell mit der Geschwindigkeit aus, wie schnell ich ein Foto aufnehmen kann? Wenn wir hier bei beiden Geräten kurz in die Kamera gehen, sehen wir hier, dass wenn wir auf den Auslöserknopf drücken, dass die Kamera des iPhone 6 wesentlich schneller ist. Hier braucht der Sony einfach eine Zeit lang, bis das Bild dann schlussendlich aufgenommen und gespeichert wurde. Hierbei kann ich quasi beim iPhone 6 schon mehrere Fotos aufnehmen, zur gleichen Zeit, wie ich das jetzt hier beim Sony Xperia Z3 mache. Also Geschwindigkeit hat das Sony, das iPhone 6 einen klaren Vorteil gegenüber dem Sony Xperia Z3 Compact. Natürlich ist es dann auch wichtig, wie gut die Qualität ist. Und hierzu zeigen wir euch ein paar Fotos. Zuerst mal bei Tag, da sieht man eigentlich teilweise nicht allzu große Unterschiede, wenn man Landschaftsfotos aufnimmt. Hier zeigt sich aber schon teilweise, dass das Sony Xperia Z3 Compact einen leichten Rotstich hat. Das sieht man aber bei anderen Fotos besser, wenn wir hier zum Beispiel eine etwas andere Aufnahme haben mit diesem Wasserhahn hier oder den kleinen Brunnen. Da sieht man hier, dass der Kopf schon leicht rötlich schimmert, während das beim iPhone 6 eigentlich perfekt ist. Zudem sehen wir dann auch das Bild von den Blumen hier. Wenn man das hier etwas reinzoomt, sieht man einfach, dass die Details vom iPhone 6 besser sind, die Farben werden schöner dargestellt, das Ganze ist etwas natürlicher. Und hier gibt es dann auch noch weitere Beispiele, auch bei Tageslicht bzw. bei Dämmerung. Da ist die Kamera des iPhone 6 vorne. Also wir sehen hier generell von der Schärfe, von der Farbechtheit und einfach generell, dass das iPhone 6 bessere Fotos aufnimmt. Leider im 4:3 Format, hier bevorzuge ich selbst eher das 16:3 Format, das das Sony Xperia Z3 Compact beispielsweise unterstützt. Dennoch, Qualität geht vor und das Ding ist, dass wir hier nicht nur Fotos mit der normalen Aufnahme gemacht haben, also mit dem Superior Mode, das was eigentlich die meisten Nutzer nutzen, sondern wir haben auch wirklich Fotos teilweise mit manuellen Einstellungen vorgenommen und die Fotoqualität ist deswegen nicht viel besser geworden. Dennoch hier dann ein kleiner Vorteil teilweise bei Nachtaufnahmen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt eine Nahaufnahme, zwei Nahaufnahmen. Hier ist das iPhone 6 von den Details her besser, auch von den Farben her. Man sieht hier auch bei dem Bild, dass die Belichtung wesentlich besser ist. Hier arbeitet der Blitz etwas besser. Man sieht hier zum Beispiel noch das Etikett von dem kleinen Schnaps hier, währenddem man das bei der Kamera vom Sony Xperia Z3 nicht mehr lesen kann. Dafür, wenn ich jetzt quasi eine
Landschafts- oder Mondaufnahme oder was machen möchte, dann hat hier quasi die iPhone 6-Kamera ein bisschen versagt im Vergleich zu der des Sony Xperia Z3 Compact. Aber das sind viele, viele Aufnahmen zu einer Aufnahme, bei der die iPhone 6-Kamera schlechter war als die des Sony Xperia Z3 Compact. Also hier ist auch die Kamera wieder vorne. Was man aber bei Nachtaufnahmen sagen muss, ist, dass die Kamera, wenn man den Blitz einschaltet, beim iPhone 6 wesentlich länger zum Auslösen braucht im Vergleich zum Sony Xperia Z3 Compact. Dafür stimmt aber die Qualität natürlich. Wichtig ist dann vielleicht, dass das Motiv relativ still bleibt. Wir haben nämlich auch hier beim iPhone 6 keinen optischen Bildstabilisator, wie wir das beim iPhone 6 Plus haben. Und natürlich möchten wir auch die Videoqualität uns ansehen. Hier ist meiner Meinung nach auch von den Farben her und so weiter das iPhone weit vorne. Was allerdings den Bildstabilisator angeht, hier finden wir die Qualität des Sony Xperia Z3 Compact besser. Der arbeitet einfach ein bisschen besser, beziehungsweise die Software, denn auch hier das Sony Xperia Z3 Compact hat eigentlich keinen optischen Bildstabilisator, so wie man das von anderen Geräten kennt. Trotzdem, hier ist die Kamera des iPhone 6 Plus oder des iPhone 6 in diesem Fall wesentlich besser im Vergleich zum Sony Xperia Z3. Man bekommt einfach die besseren Fotos gesamt heraus. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Videos, die wir mit dem Sony Xperia Z3 Compact und dem iPhone 6 aufgenommen haben. Davor möchten wir uns aber schon bedanken fürs Zusehen. Vergesst natürlich nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die Bilder in voller Größe findet ihr auch auf taptech.de. Den Artikel haben wir dazu unten verlinkt. Viel Spaß!